يحب الله والإسلام. Endlich ist es soweit. Wir freuen uns, euch folgende Buchneuerscheinung anbieten zu dürfen. Tafsir ibn Kathir. Die Erklärung von dem 30. Teil des Koran. Juz Amma. Es handelt sich hierbei um eine leicht gekürzte Fassung des weltberühmten Tafsir-Werkes, das zu den Standardwerken der Koran-Wissenschaft gehört. Aus dem Arabischen übersetzt von Muhammad bin Hussein Abu Jamal, verlegt von Al-Tamhid Verlag. Der Preis für dieses nutzvolle Buch liegt bei 19,95 €. Das Buch ist inshallah ab sofort bei uns auf der Webseite erhältlich unter www.assunnahverlag.de. As-Sunnah Verlag, Ihre Quelle für islamische Medien. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, vorab entschuldige ich mich, dass wir zu spät gekommen sind. Aber subhanallah, Allah azza wa jal hat das so bestimmt. Es waren einige Staus auf der Autobahn gewesen. Aber alhamdulillah rabbil alamin, die Zeit, die wir hier sind, werden wir bi'idhnillah ta'ala versuchen, zum Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala zu nutzen. Das Thema an euch, liebe Geschwister, das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala. Gehörst du, lieber Bruder oder liebe Schwester, zu denjenigen von den Gläubigen, denen es wichtig ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist? Sei ehrlich, ist es dir wichtig, dass Allah, der Herr aller Welten, mit dir zufrieden ist? Oder ist dir das eigentlich egal? Wir leben in einer Zeit, wo die meisten Menschen nicht an Allah glauben. Oder nicht so an Allah glauben, wie sie glauben müssten. Diese Menschen, sie leben, wie sie wollen. Sie suchen nach Spaß und sie sündigen von morgens bis abends. Sie haben längst vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie nur deswegen erschaffen hat,
damit sie ihm einzig und alleine dienen. Sie wollen Allah subhanahu wa ta'ala, ihrem Schöpfer, nicht dienen. Und so folgen sie ihren Begierden und ihre Herzen hängen an diesem diesseitigen Leben, welches ihnen am Tage der Auferstehung, wallahi, keinen Gewinn bringen wird. Sie sind zufrieden mit diesem Leben und sie hoffen nicht auf die Begegnung mit Allah, dem Allmächtigen. Allah Azza wa Jal hat diesen Menschen eine deutliche Warnung in seinem Koran ausgesprochen. So sagt er subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Wahrlich diejenigen, und Allah spricht hier alle an, die ihm nicht dienen wollen, die einen anderen Sinn im Leben für sich bestimmt haben, als den Sinn, den Allah subhanahu wa ta'ala für sie bestimmt hat. Wahrlich diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erhoffen, sie möchten nicht zu uns, sie hauen ab vor der Begegnung mit Allah, sie wollen nicht Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Wahrlich diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erhoffen und mit dem Leben des Diesseits zufrieden sind. Sie sind zufrieden mit diesem Leben. Sie möchten dieses Leben so lange wie möglich leben. Sie wollen das Jenseits nicht, sondern dieses Leben ist ausreichend für sie. Egal wie erbärmlich dieses Leben ist, sie ziehen dieses Leben vor der Akhira. Wahrlich diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erhoffen und mit dem Leben des Diesseits zufrieden sind und sich darauf verlassen und die unsere Zeichen nicht beachten. Sie denken nicht nach über die Schöpfung Allahs. Wer hat das alles erschaffen? Wer hat mich erschaffen? Ich war früher etwas Wasser, aber heute bin ich ein voll ausgeprägter Mensch. Ein Mensch, der perfekt erschaffen ist. Wir meinen perfekt nicht vollkommen, sondern ein Mensch, der sich sehen lässt. Sie denken nicht über diese Zeichen nach. Was ist mit ihnen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese sind es, deren Zuflucht das Feuer ist, wegen dem, was sie erworben haben. Möge Allah uns nicht zu dieser Personengruppe gehören lassen. Allah, er hat dieses Leben für uns nicht bereitet, damit wir hier sinnlosen Spaß haben, damit wir tun können, was wir sollen, damit wir tun können, was wir wollen, sondern er sagte uns ganz klar im Koran, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Glaubt ihr etwa, ihr Menschen, denkt ihr, dass wir euch zu einem sinnlosen Spiel erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehrt? Erhaben ist Allah, der Allweise, dass er uns einfach so zum Spiel und zum Spaß erschaffen. Al-Abatha meint, dass du rumspielst, dich in Sinnlosigkeit verlierst, entweder den ganzen Tag, bla 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 bla. Den ganzen Tag bist du vor dem Computer, tuff, 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 noch ein Raumschiff, ein gelber sogar, puff, voll abgeschossen. Sinnlos heißt, hier ist ja ein neuer Laden und da ist ein neuer Laden und den Laden kenne ich noch nicht. Sinnlosigkeit. Das meint Al-Abatha, dass du dich in Sinnlosigkeit verlierst und du vergisst was? Al-Akhir. Du vergisst, dass Allah dich erschaffen hat. Du erwartest sogar keine Strafe für dein Leben, was du hier lebst. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns gesagt, dass diejenigen, die so leben, wie sie leben, sie werden in Jahannam eingeführt werden. Und Allah hat das nicht nur auf die Menschen beschränkt, sondern auch auf die Jinn. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله سبحانه وتعالى sagt, wir haben für Jahannam viele von Menschen und Jinn entstehen lassen. Sie sind extra erschaffen worden für Jahannam. Ya Rabb, sallim, sallim. Sie sind extra erschaffen worden für Jahannam, weil sie den Weg gehen wollten, der zu ihrer Zufriedenheit war und nicht zur Zufriedenheit ihres Herrn und Schöpfer. Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben viele von den Menschen und Jinn entstehen lassen, damit wir sie in Jahannam im Feuer bestrafen. Was hatten sie für Eigenschaften? Und pass auf, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du nicht dieselben Eigenschaften hast. Allah sagt, sie haben Herzen gehabt, mit denen sie aber nichts verstanden haben. Ein Gläubiger, er verinnerlicht den Glauben an Allah und er lebt, so wie Allah es will. Aber der Kafir, ihm interessiert es das. Ihm interessiert nicht, was Allah für ihn bestimmt hat oder nicht. Sie haben Herzen gehabt, sie haben Herzen gehabt. Allah bestätigt uns. Sie haben Herzen gehabt. Wallah, bei manchen Menschen, du denkst, der hat kein Herz. Aber sie haben Herzen gehabt. Aber was sind die Eigenschaften von diesen Herzen? Sie verstehen nicht damit. Sie verstehen nicht, wie ein Gläubiger mit seinem Herz versteht. Und sie haben Augen gehabt, mit denen sie nicht gesehen haben. Ja Allah, was haben sie nicht gesehen? Den Weg der Gläubigen, den Weg der Rechtleitung, den Weg der Errettung, den Weg vom Schutz der ewigen Strafe im Höllenfeuer. Den Weg der Rechtleitung. Sie haben ihn nicht gesehen, wie auch. Wenn das Herz blind ist, wie sollen dann die Augen sehen? Manche blinde Menschen konnten mit ihrem Herzen sehen. Das ist eine Gnade von Allah. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Du kommst zu ihnen und sagst ihnen, Allah, dein Schöpfer, dein Herr, er möchte, dass du ihm anbetest, damit er dir ein ewiges Leben im Paradies beschert. Er sagt dir, komm, lass mich mit deinem Allah zufrieden. Ich habe andere Probleme im Leben. Kennt ihr solche Leute? Das ist nicht die Zeit, um Allah anzubeten. Wir haben andere Probleme. Sie haben Ohren gehabt, mit denen sie diese Erinnerung nicht hören konnten. Obwohl du es ihnen gesagt hast. Aber Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Es gibt gläubige, liebe Geschwister, die haben sich in dieser Welt hier etwas vorgenommen, dass sie sich diese Welt zum Paradies machen. Jannatu Dunya! Diese Welt, die voller Leiden und voller Prüfung ist, machen sie sich zur Jannah, ja. Wie? Wie, lieber Bruder und wie, liebe Schwester, willst du wissen, wie man sich diese Welt zum Paradies macht? Indem du die Zufriedenheit Allahs erreichst. Allahumma rizukna ar-rida. Du kannst niemals das Wohlgefallen Allahs erreichen, wenn du nicht auch mit Allah zufrieden bist. Du fragst dich die ganze Zeit über, liegt dir die Frage auf dem Herzen, ist Allah mit mir zufrieden? Frag dich, ob du mit ihm zufrieden bist. Wenn du bestätigst, dass du mit ihm zufrieden bist, dann ist Allah mit dir zufrieden. Inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah. Wahrlich diejenigen, die glauben und Gutes tun, sie sind die Besten aller Geschöpfe. Allahu Akbar. Schaut mal, wie Allah sie bezeichnet. Sie sind die Besten aller Geschöpfe. Allah hat sie nicht bezeichnet wie die anderen, aus der vorigen Eier, die wir gehört haben. Bal adall, sie sind niedriger als das Vieh. Weiter abgehörter als das Vieh. Das Vieh ist ohne Verstand auf die Welt gekommen. Aber der Mensch, er hat einen Verstand bekommen.